Hey, liebe Lina, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir heute das Interview zusammenführen. Und die Lina war eine ganz bezaubernde Teilnehmerin meiner Mastermind-Gruppe Heartflow Funder Premium und ist auch eine vielbegabte Frau, eine ganz wunderbare Frau. Und ich freue mich total, dass sie heute interviewen darf und fragen darf, wie es ihr denn da ging. Und ja, erstmal überhaupt, wo sitzt du? Bist du eigentlich gerade, liebe Lina? Ja, hallo Veronique, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin in Frankreich, ja. Ich lebe in Frankreich, in der Ardèche. Und da bin ich jetzt auch gerade. Bist aber keine Französin. Nein. Nein. Aber es gefällt dir da einfach. Genau. Ich habe ja meinen Partner in Thailand kennengelernt und wir haben uns verliebt und. Oh, wow. Ach, wie schön. Und dann hat es euch nach Frankreich verschlagen. Ja, genau. Er ist Franzose und hat hier seinen Biohof und. Oh, wow, schön. Ja, ich sehe ein bisschen verrupft raus. Ich bin gerade aus dem Meer gesprungen. Ich bin gerade in Indien und bin wieder total am Schwitzen hier. Ich habe einen Ventilator wieder über mir laufen. Es ist so warm hier gerade im Zimmer, weil ich alles zumachen muss, weil das Meer so laut ist. Aber ich freue mich, dass das einfach möglich ist, ne? Die eine sitzt in Frankreich, ich sitze in Goa, in Indien und dass wir jetzt hier uns zusammentun können, ein Interview führen können, ist einfach geil, oder? Was heutzutage geht. Finde ich mega cool. Ja, liebe Lina, wann hast du eigentlich nochmal mit meiner Mastermind angefangen? Also wann bist du zu mir ins Programm gekommen und warum bist du überhaupt auf mich damals zugekommen? Erzähl doch Ja, mal. dieses Jahr an der Mastermind teilgenommen von März bis Juni. Und bei mir war das so, dass ich am Anfang, also ich hatte eine Homepage mit meinem Coaching-Angebot und habe da so zögerlich mit ein paar Gratis-Coaching erste Erfahrungen gesammelt. In was? Was hast du da gemacht? Da habe ich Coaching gegeben. Aber für was? Also. Ja, eben, das war der Punkt. Es war so ein bisschen für alles und Ach jeden. so, Und ja. So der Bauchladen. genau. Und es war halt wirklich überhaupt nicht konkret und ich war da sehr frustriert, weil ich so das Gefühl habe, ich habe so unglaublich viel zu geben und ich konnte das aber irgendwie überhaupt nicht kanalisieren. Also ich konnte das überhaupt nicht richtig auf den Punkt bringen. Was biete ich eigentlich genau an? Was ist eigentlich auch so meine Gabe? Ja, was kann ich überhaupt wirklich am besten und wo kann ich wirklich weiterhelfen? Weil ich einfach so viele Ideen hatte und ja, als Scannerfrau kennt man das ja auch, einfach auch so viele Dinge, die mir irgendwie auch liegen und gefallen und ich konnte mich nicht richtig finden. Und auch nicht entscheiden, oder? Für was denn jetzt? Genau, auch nicht entscheiden. Ich bin dann immer wieder rumgesprungen und dann habe ich irgendwie Vollgas in eine Richtung und dann habe ich wieder gedacht, ach nee, Moment und Richtungswechsel und dann habe ich da ein bisschen rumgeschraubt und so habe ich halt auch nie wirklich mal irgendwas richtig bis zum Ende, ja, kreiert oder verfolgt. Und ich war da einfach sehr orientierungslos und wusste nicht so recht, ja, was ist so mein Herzensding? Was erfüllt mich auch am meisten? Und hattest du bis dahin schon irgendein, oh, Entschuldigung, das ist manchmal ein bisschen zeitversetzt hier für alle, die zuschauen oder auch für dich, Lina, ist manchmal von der Zeit her so ein bisschen zeitversetzt wegen der Verbindung. Hattest du denn bis dahin schon irgendein Coaching mal in Anspruch genommen oder hast du das bis dahin alles im Alleingang gemacht? Ich habe das hauptsächlich im Alleingang gemacht. Ich war schon vorher auch in einer Business School, wo ich so mal grob irgendwie eben die Richtung auch schon mal gefunden habe. Und da konnte ich es schon mal so weit eingrenzen, dass ich gesehen habe, okay, es geht um Persönlichkeitsentwicklung und es geht irgendwie so in Richtung Coaching, weil ganz am Anfang meiner Reise wusste ich das auch noch nicht. Da war ja, könnte auch mit Ernährung oder Gesundheit zu tun haben. Also ja, ich bin einen weiten Weg gekommen. Und da hing ich dann aber wirklich so vor allem bei meiner Positionierung eben fest, okay, Entwicklung, Coaching, aber in was jetzt genau? Und da habe ich mich sehr gedreht und gedreht und hatte auch immer wieder so diese vorwärts drängende Energie, dass ich ja was rausbringen wollte. Aber ich wusste nicht, wo ich die reinstecken soll, diese Energie.
Und da hat mir wirklich einfach das konkrete Ziel gefehlt. Und wie bist du dann da drauf gekommen, dich bei mir zu melden? Wie kam da eigentlich nochmal der Kontakt? Ich weiß es ganz ehrlich selber auch gar nicht mehr. Kam es über meine Gruppe oder wie bist du dann da drauf gekommen, bei der muss ich mich mal melden? Also ich bin über eine Freundin, die hat mir deine Gruppe vorgeschlagen. Mhm. Bin ich gelandet. Wer war das denn? Das war die Irina. Aha, okay. Interessant. liebe Grüße an der Stelle. Sie schaut sich bestimmt das Interview nachher an. Und ja, und dann habe ich mir da irgendein Live-Video von dir angeschaut. Und ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Auf jeden Fall war mir in dem Moment voll klar, das ist die Frau, die mir helfen kann. Die schildert genau mein Problem und die Lösung dazu. Und ich habe da auch eine sehr starke Intuition. Also ich fackel dann oft nicht lange und folge dem einfach. Ha, alle genau zuhören. Alle genau zuhören, nicht und lange rumfackeln, Intuition. Ja. Ich war, glaube ich, ein paar Tage nur in deiner Gruppe und dann habe ich dich kontaktiert und dachte mir, okay, weil ich war so frustriert und ich wollte wirklich einfach was ändern. Ich war da auch so ready, irgendwie Hilfe anzunehmen. Ich wollte einfach weiterkommen und aufhören, mich da im Kreis zu drehen. Mhm. Ja. Cool, ja. Und das hat auch gleich gefunkt im Gespräch, genau. Daran erinnere ich mich noch, ja. Ich weiß noch, dass ich irgendwann habe ich dir irgendwie so die gängigen Fragen gestellt und irgendwann, daran kann ich mich noch erinnern, hast du gesagt, Veronique, ich habe doch schon gesagt, ja, ich möchte. Und ich so, ach so, ah ja, stimmt, genau. Dann können wir eigentlich an der Stelle jetzt auch einfach abkürzen, genau. Und ich dachte so, naja, komm, ich muss doch durch mein Skript gehen. Ja. Und du hast gesagt, ja, hallo, ich habe doch schon gesagt, ich will. Ja, cool. Ja. Ja, wie gesagt, das ist die Intuition. Manchmal entscheide ich dann eigentlich fast schon vorher, so, das will ich. Und dann ist es nur so nochmal so ein kleiner Gegencheck im Gespräch, ob das auch stimmt. Und ja, ich bin sehr dankbar. Wo stehst du denn jetzt heute? Und das ist jetzt mal so die nächste Frage an dich. Was ist denn passiert in der Mastermind und wo standest du danach? Wo stehst du heute? Ja, also in der Mastermind ist so einiges passiert. Einmal habe ich natürlich so die Hauptmotivation, warum ich teilgenommen habe, für mich geklärt. Ich habe meine klare Positionierung. Yay! Yes! Und ja, bin da so unglaublich dankbar für, weil ich damit wirklich voll verbunden bin. Und ich muss auch wirklich nochmal sagen, du hast da auch echt einfach total ein Gespür für, was da so der Kern der Sache ist. Also du hast mich da auch wirklich immer wieder genau dahin geführt, wo ich so hingehöre und hast genau gespürt, wenn ich so wieder so ein bisschen in eine andere Richtung abdriften wollte. Und so habe ich mich da so langsam angenähert, bis wir irgendwie den Kern getroffen haben. Das ist schon ein Prozess, ne? Also das ist nicht so, man arbeitet meine Aufgabe ab und dann weiß man, ah, okay, das ist es und jetzt habe ich meine Positionierung. Das ist ja schon auch ein tieferer Prozess, ne? Wo Glaubenssätze hochkommen und total. Also ich bin auch jemand, gerade so Programme, ich arbeite die so gerne zügig durch, ne? Und dann schreite ich so dynamisch voran und das ist halt da manchmal nicht möglich, weil wahrscheinlich jede irgendwo an einen Punkt kommt, wo es dann hängt, wo einfach diese innere Arbeit halt auch ganz wichtig ist. Genau. Das ist auch ein anderer Punkt, der mir in der Mastermind halt super geholfen hat. Das ist diese Glaubenssatzarbeit. Also ich habe damit schon vorher gearbeitet und habe damit schon auch Ergebnisse erzielt, aber du hast mir nochmal eine andere Methode oder meine Methode irgendwie verfeinert. Und ich habe ja dann wirklich täglich mir meine Glaubenssätze aufgeschrieben und habe da ja wirklich ganz intensiv gearbeitet. Und das hat bei mir also wirklich einen absoluten Mindshift bewirkt. Ja, ich habe jetzt ganz andere Gedanken auch über mich selbst und eine ganz andere Motivation und habe da ganz viele Blockaden mitgelöst. Ja. Toll, wow, cool. Und das wirkt auch jetzt total noch nach. Ne? Also, sehr schön. Und wo stehst du denn jetzt heute? Also was ist jetzt so der aktuelle Stand bei dir? Also der aktuelle Stand ist, dass ich meine erste Mastermind-Gruppe
mein Online-Programm am 17.01. starten werde. Wow, cool. Und, ja, ich habe da eben mein Programm entworfen und ich habe meine Facebook-Gruppe, in der gehe ich regelmäßig live und gehe auf Fragen ein rund um mein Thema. Und du bist jetzt einfach auch klar, ne? Also du hast jetzt einfach dein Angebot, du hast jetzt deinen Kundenavatar, du hast deine Positionierung, jetzt ist da auch Klarheit drin, oder? Absolut, also es ist jetzt wirklich ein rundes Bild und ich bin da auch so voll vom Herzen her mit verbunden und sprudel da jetzt auch so voll positiver Energie, weil ich eben endlich da ja auch mein Thema rausbringen kann. Und cool. Dann sag doch mal, was bietest du an? Was kam denn jetzt überhaupt dabei raus bei der Mastermind? Was bietest du an? Was ist deine Positionierung? Wem hilfst du? Wie kann man mit dir arbeiten? Ja, also ich bin Coach und spirituelle Begleiterin für hochsensible Frauen und Empathinnen, die sich halt vor allem über diesen Weg des sich Wiederverbindens mit den Kräften der Natur und insbesondere auch der weiblichen Urkraft, ja, ihre Gabe und ihr Potenzial voll entfalten möchten. Wow. Auch so ihrer Bestimmung und ihrem Herzensweg folgen können. Wow, das ist so ein wichtiges Thema, Thema Weiblichkeit heilen, ne? Da hatte ich auch mal ein Video zu gedreht in meiner Facebook-Gruppe und es hat so einen hohen Anklang gefunden, wo ich dann auch dachte, okay, Lina, komm her, übernimm mal, weil ich kenne mich schon ansatzweise damit aus, weil das auch einfach ein Riesenthema ist, ne, wenn man Unternehmerin wird, aber du bist da auf jeden Fall die absolute Expertin, wenn es darum geht. Also wenn ich irgendwie ein Thema hätte, zum Thema weibliches Dasein, wärst du auf jeden Fall meine Nummer eins, die ich fragen würde. Absolut. Ja, und es wird halt auch immer wichtiger, das Thema überhaupt, ne? Also ich war mal auf einem schamanischen Festival und da war das wirklich, das war ein Festival für alle, ne? Für Männer und Frauen. Und trotzdem war das Thema Weiblichkeit heilen war so präsent, die ganzen 4 oder 5 Tage durch, war das präsenteste Thema überhaupt, dass immer wieder gesagt wurde, Männer, die Weiblichkeit heilen, helft den Frauen, weil damit helft ihr euch, ja. Also, dass da die Heilung für die Erde auch liegt. Das ist so spannend, ja. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Also, darum geht's. Es ist ganz wichtig, vor allem jetzt, dass wir Frauen in unsere Kraft kommen, in unsere Größe kommen, dass wir wirklich auch wieder in diese Weiblichkeit gehen, weil wir ganz viel in diesem männlichen Prinzip sind, im Kopf sind, in diesem Konkurrenzdenken sind und so. Und das ist aber nicht unsere weibliche Energie. Ja? Wir haben da den Kontakt verloren. Es ist ganz wichtig, dass wir den wiederherstellen. Und wenn wir Frauen wieder wirklich richtig Frauen sind, dann können auch die Männer wieder richtig Männer sein. Also es ist ein Zusammenspiel. Genau das. Wow, so wertvoll deine Arbeit. Und nochmal ganz kurz zurück zur Mastermind-Gruppe, weil ich erinnere mich noch an diesen ganzen Prozess, bis wir dann deine Positionierung gefunden haben. Das war schon ein tiefer Prozess und du hast da so ein wunderbares Programm jetzt auch erstellt. Was würdest du sagen, hat dir ganz persönlich am allerbesten gefallen an der Zusammenarbeit mit mir in dieser Zeit? Ja, also da könnte ich jetzt viel erzählen, aber besonders schön finde ich, dass du du verbindest einfach 2 Eigenschaften miteinander. Das ist einmal so die Professionalität mit dieser spirituellen Tiefe und das finde ich unglaublich wichtig, weil ja, das ist was ich halt auch brauche, diese Tiefe, aber ohne dabei den Kontakt zum Boden zu verlieren, ja, also trotzdem auf dem Boden zu bleiben und da wirklich die Richtung vorzugeben. Und ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dein unglaubliches Gespür dafür, was so mein Herzensanliegen war. Also du hast mich da echt immer wieder überrascht, weil man ist ja dann selber manchmal wieder in dieser Verwirrung drin und driftet dann ab. Und du hast es aber ganz schnell verstanden. Du hast genau gespürt, da ist doch der Punkt. Und wenn ich dann woanders gedriftet bin, hast du mich wieder, ja, Valina, was ist denn damit? Was ist denn hier mit deinem Thema? Wow, ja, toll. Da hast du wirklich eine ganz tolle Intuition für.
Wow, cool. Interessant, weil das sagt irgendwie fast jeder bis jetzt. Also an der Zusammenarbeit mit mir, die Intuition. Auch mal schön, das so zu hören, ne? So, dass man so gespiegelt wird dann. Sehr cool. Und trotzdem, nur für die, die jetzt zuhören, weil das höre ich ganz oft irgendwie zum Beispiel auch in Klarheitsgesprächen, da wird dann oft, ist die Befürchtung da, dass der Coach, gerade wenn es ums Thema Berufung geht, die Teilnehmer oder den Coachy irgendwie in eine Bahn lenken will oder vielleicht manipuliert oder wie soll ich das sagen, ihm irgendwas in den Mund legt. Und da genau muss ich einfach nochmal sagen, ist das, das ist eine Intuition, die ich habe und die habe ich vom ersten Tag an. Und sobald ich die Positionierung zugeschickt bekomme, spüre ich tatsächlich ganz oft, passt oder irgendwie will sie da nicht hingucken, das ist was ganz anderes, aber sagen tue ich das nicht am Anfang. Ich lasse immer erstmal laufen, ne, und lasse geschehen. Ich beeinflusse keinen Prozess, ne, sondern ich gebe dann Feedback und das ganz oft auch erstmal. Habe ich auch mal mit einer gehabt, die habe ich ganz lange laufen lassen mit ihrem Glauben, dass dieses und jenes ihre Berufung ist, obwohl ich schon wusste, das ist es nicht. Aber ich habe sie trotzdem laufen lassen. Das war auch wichtig, weil ich beeinflusse da in keinster Weise, ne? Weil jede braucht so ihren eigenen Prozess und irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt und dann sage ich, schau mal ganz genau hin, ist es das wirklich? Und wenn dann Emotionen hochkommen, dann ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen von meiner Seite aus, weil dann bestätigen diejenigen das ja selber, ne? Also oder ihre Emotionen reagieren dann darauf, dass dann irgendwie Tränen fließen oder stimmt, du hast recht, ne? Aber es geht nicht darum, dass ich irgendwo da irgendwie so sehr reinrede, ne? Das ist echt oft auch die, gerade bei Spirituellen oder bei Hochsensiblen, so diese Befürchtung auch, ne? Weil es gibt natürlich da draußen auch ganz viel, ne? Du musst das machen, du musst jenes machen. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und ich kann das wirklich nur bestätigen. Also du hast mich da einfach hingeführt, dass ich im Endeffekt meine Positionierung finde. Ja, nicht deine oder ja, auch nicht von dir gelenkt, sondern einfach das, was in mir ja schon da ist. Ja, sehr schön. Das freut mich, dass du das sagst. Genau, das einfach rausgeholt, was eh schon da ist, ne? Also nichts dazu geaddet oder so. Genau das. Wirklich auch ganz offen und das finde ich toll, also denn es ist ja gerade eben bei Spirituellen auch schwierig, das manchmal auf den Punkt zu bringen, was machen wir eigentlich, was ist unsere, was bieten wir eigentlich an, weil das manchmal ja gar nicht so greifbar ist. Genau das, ja. Ja, und das, da hast du ein Verständnis für und da lässt du auch ganz viel Raum für alles, was kommt und was da ist. Und schön, das freut mich. Wie wichtig war denn für dich dieses Umfeld, also dass du jetzt nicht zum Beispiel im Einzelcoaching bist, sondern dass wir in der Gruppe sind, dass wir mit anderen Gleichgesinnten eben über diese 12 Wochen dauert das Programm ja, dass du mit denen zusammengelaufen bist für diese 12 Wochen. Wie wichtig, denkst du, war das für die Entwicklung? Total wichtig. Also ich denke generell, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich Frauenkreise bilden, ja, da bin ich auch wieder ein bisschen in meinem Thema, aber dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil das gibt so eine Stärke und das holt einen auch aus dieser Einsamkeit raus, sag ich mal, dass man für sich selber vor sich hin oder irgendwie da so alleine dasteht, ja, man hat dann einfach so eine kleine Sisterhood, an die man sich halt wenden kann und wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Da können tolle Kontakte draus entstehen zu den anderen Teilnehmerinnen, die auch bis heute noch andauern. Also ja, ich bin immer in Kontakt und ja, das ist super. Also und auch eben zu sehen, die anderen gehen auch durch ihre Prozesse durch. Das hilft enorm, da denen auch den Mut zu haben, manchmal weiterzugehen, zu eben nicht aufzugeben. Genau das. Zu den eigenen Schwächen auch zu stehen, weil man sieht, hey, die anderen machen das auch, die öffnen sich auch und ich bin nicht alleine damit so. Also genau, ja, das ist super spannend, ne? Oder auch einfach das Thema, dass es ja so oft ist, dass man hat vielleicht ein Thema, man kommt mit einer Frage oder vielleicht noch nicht mal mit einer Frage, man kommt einfach ins Gruppencoaching, ne? Wir haben ja zweimal die Woche immer die Gruppen-Live-Calls gehabt und jemand hat eine Frage und ich coache sie darin und dann hat die andere gesagt, wow, krass, ich wusste gar nicht, dass ich diese Frage auch habe und dass die in mir war, ne? Und sie wurde mir jetzt durch dich auch beantwortet, ne? Also das ist so das Schöne an den Gleichgesinnten, die dann gemeinsam auf dem Weg sind.
Absolut, ja. Ja, man dadurch dann auch den richtigen Input noch, den man irgendwie gerade gebraucht hat, um eben auch ein bisschen weiterzukommen. Ja, schön. Dass man den selber angestoßen hat, ja. Und ich freue mich tatsächlich auch wirklich sehr, dass die Alumni-Gruppe, ne, also nachdem die 12 Wochen vorbei sind, also derzeit ist man ja in einer geheimen Facebook-Gruppe, wirklich nur für diese 12 Wochen, aber danach gibt es ja eine Abgängergruppe für die Hardflow Finder Ladies. Und da freue ich mich sehr, dass das immer noch nach so einer Zeit jetzt, ja, dass es immer noch lebendig ist. Ne? Kommen ja dann auch wieder welche dazu, und dass ihr das wirklich geschafft habt, ja, das aufrecht zu erhalten und dass da so weiterhin so eine tolle Energie und so ein Zusammenhalt existiert, weil das kenne ich echt auch anders aus anderen Mastermind-Gruppen, wo hunderte von Leute in solchen Gruppen drin sind und da passiert einfach gar nichts mehr. Ne? Also vielleicht die ersten 2 Wochen, wenn jemand neu wieder abgegangen ist und ist in der Gruppe, dann versucht er noch ein bisschen was und dann flaut es doch wieder ab. Und da bin ich echt mega stolz drauf und auch sehr, sehr happy, dass das weiterhin bleibt, weil es ist ganz oft so, dass wenn man für so eine Zeit lang eben verbunden war, man wird irgendwie aufgehoben, man ist in so einem festen Programm, in so einem Rhythmus, man wird ständig gespiegelt und man ist dann auf einmal wieder alleine, kann es genauso gut auch wieder so rückläufig sein. Ne? Und deswegen ja, freue ich mich selber auch total, dass das weiterhin bei euch so läuft. Ja. Ja, ich auch. Und wie du sagst, das ist genau das, man kann sich eben weiterhin austauschen, man sieht weiterhin, hey, ich bin nicht alleine auf dem Weg. Man kann sich auch freuen über die Erfolge der anderen. Ja, das motiviert ja auch total, wenn man dann sieht, die hat nochmal irgendwie einen Durchbruch geschafft oder so. Ja, absolut. Total schön. Also ich muss auch sagen, dass ich generell auch nach diesen 12 Wochen im Programm, ich greife immer noch total auf alles zurück, was wir erarbeitet haben zusammen. Also ich gehe immer noch in die Dokumente rein, in das, was ich geschrieben habe. Wow, cool. Also ich kann da immer noch sehr viel draus schöpfen und es ist voll. Überhaupt nicht so, also du hast mir eigentlich so alle Werkzeuge an die Hand gegeben, um auch danach noch selber weiterzukommen. Wow, sehr, sehr schön. Vorzeigekundin, Vorzeigeteilnehmerin. Ja, so soll es sein, weil das ist halt wirklich wie bei allem so, egal ob jetzt bei mir oder woanders oder generell im Leben bin, wenn du Dinge halt einfach nicht umsetzt, ja, oder nur die Hälfte umsetzt und sagst dann irgendwie, ach ja, ich habe es mal kurz probiert, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, dann kann es nie funktionieren, egal im Leben mit was, ne? Und wenn du Dinge aber immer wiederholst und wirklich am Ball bleibst und dran bleibst, dann ist der Erfolg ist garantiert, ne? Und nur dann kommst du auch weiter überhaupt und findet Entwicklung statt. Wenn man immer wieder aufhört und irgendwie alles nur so halbherzig macht oder halb umsetzt, dann passiert da nichts. Deswegen freut mich das natürlich total, wenn ich das höre, nach so einer langen Zeit, dass du da immer noch wirklich mit arbeitest auch. Ne? Das erfordert halt auch ein bisschen Selbstdisziplin. Ne? Das kann man aber auch sich antrainieren und lernen. Ja, super. Dann sag mir doch nochmal abschließend oder uns allen einfach, wie kann man denn tatsächlich jetzt mit dir arbeiten? Was findet da statt? Und wie kann man überhaupt mit dir in Kontakt treten? Wie kann man sich bewerben? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wann geht's los? Ja, also man kann mich finden auf meiner Homepage, in meiner Facebook-Gruppe oder Facebook-Seite. Werden wir alles hier verlinken, genau. Super. Alles, The Forest Empaths. Alles so heißt deine Facebook-Gruppe auch? Ja. Mhm. Okay. Potenzialentfaltung für hochsensible Frauen und Empathinnen. Mhm. Und genau, da gebe ich regelmäßig Infos eben rund um dieses Thema. Ja, wie gehe ich da mit meiner Gabe um? Wie kann ich lernen, mich abzugrenzen? Wie kann ich eine gute Selbstliebepraxis entwickeln? Mhm. Aber eben auch, wie kann ich mich so wieder mit der Natur verbinden und dieses Thema Weiblichkeit, ja, auch wie kann ich mir da heilsame Praktiken zunutze machen, etc. Und es gibt eben mein Mastermind-Programm, was ich ja auch dafür entworfen habe. Das startet am 17. Januar. Wow, cool. Sind ja nur noch 6 Wochen ungefähr. Ja, sehr schön. Ja. Und was für Frauen, mit was für einem Problem kommen denn die Frauen zu dir? Also was für ein Problem haben die? Unter was leiden die? Sind es auch teilweise körperlich? Zeigt sich das auch körperlich oder wie zeigt sich das? Mit was für Problemen kommen die zu dir?
Ja, bestimmt. Also gerade im Thema Weiblichkeit kann das, dreht sich natürlich viel auch um Menstruation, Menstruationskrämpfe, PMS, all solche Beschwerden. Da kann es drum gehen. Und ansonsten ja auch oft diese Frage, ja, wo gehöre ich eigentlich hin? Wie kann ich so meinen Platz in dieser Welt finden, in dieser modernen Gesellschaft als naturverbundene Empathin? Wie kann ich da klarkommen? Ja, wie kann ich meine Verbindung wahren zu mir selber und zu den Kräften der Natur? Ja. Wow, cool, sehr schön. Und wie lange geht dein Programm? Das geht auch 3 Monate. Also eine sehr bewährte Zeit, diese 3 Monate. Und wie kann man denn jetzt überhaupt an deiner Mastermind teilnehmen? Wie bewerbe ich mich? Wie komme ich da mit dir in Kontakt? Ja, also man kann mit mir ein kostenloses Klarheitsgespräch buchen, um sich eben für die Mastermind zu bewerben. Ich suche meine Teilnehmerinnen da schon auch sehr sorgfältig aus, weil ich einfach möchte, dass das dann eine harmonische Gruppe ist. Genau. Und in diesem Gespräch können wir eben zusammen rausfinden, ob eine Zusammenarbeit für uns in Frage kommt, ob das das Richtige ist und wo eben auch so die größten Knackpunkte liegen in den größten Problematiken. Prima. Und wie komme ich an so ein Klarheitsgespräch? Also wie kann man das buchen? Also einmal kann man es entweder auf meiner Webseite buchen. Wir können ja vielleicht den Link auch unten reinpacken. Genau, das können wir auch machen. Und ansonsten auch über deine Gruppe wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Und wenn man die Lina einfach noch mal ein bisschen näher kennenlernen möchte, um noch vielleicht noch tiefer zu verstehen, was sie denn da fabriziert, ja, was sie da macht, wem sie hilft. Und dann würde ich euch echt empfehlen, in die Gruppe zu gehen, auf jeden Fall da eine Gruppenanfrage zu stellen, weil die Lina ja auch regelmäßig live geht zu ganz vielen tollen Themen, zum Thema Weiblichkeit. Und sie gibt dort auch wirklich mal sehr schöne Informationen raus, ne, so kostenlos. Und das verlinken wir alles hier unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sage ich dir ganz, ganz lieben Dank, Lina, und wünsche dir ganz viel Erfolg. Am 14.01. ne, geht's los mit der Gruppe. Genau, bewerbt euch jetzt auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich will 2019 echt endlich mal dieses Thema Weiblichkeit angehen und möchte da wirklich Heilung reinbringen oder mal schauen, was denn da wirklich bei mir jetzt nicht so stimmig ist oder nicht so ein Balance ist, dann schaut da wirklich vorbei bei der Lina und vielleicht könnt ihr das Thema für 2019 ja dann auf eure Wunschliste schreiben und dann mit der Lina zusammen dann arbeiten ab Januar. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und finde ich echt ein ganz wertvolles Thema. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du den Frauen da hilfst. Und die Lina ist wirklich, also wie gesagt, das sage ich jetzt nicht nur, weil sie Teilnehmerin war, wenn, dann würde ich wirklich zu ihr selber gehen, wenn das dann auch mal bei mir irgendwie Thema ist. Dann wäre sie für mich die Frau Nummer 1, die ich fragen würde, um Rat fragen würde, auf jeden Fall.